Was macht für Sie einen Mann des Jahres aus? Welche Eigenschaften? Ich dachte, er muss ganz wenig haben. Er muss groß sein, gut aussehend, amüsant, erfolgreich, durchtrainiert, gutes Benehmen, reich. Jetzt haben Sie so ziemlich alles gemacht. Wenn der das alles hat, wie muss er Sie überzeugen? Wie muss er Sie ansprechen? Was muss er da tun, damit Sie nicht gleich sagen, oh nee, das wird nichts, mein lieber Freund? Ich glaube, mit Humor. Er muss über sich selber lachen können. Ich glaube, es gibt nichts, was ich als unsinnlicher und unerotischer empfinde, wie Menschen, die nicht über sich selber lachen können. Und gerade in der Perfektion, wenn jemand in der Tat so perfekt wäre, wie ich gerade aufgezählt habe, muss der Humor definitiv dazukommen. Ganz viele Damen sagen, er muss Humor haben. Haben Sie eine Idee, warum das bei den Damen an so viel erster Stelle steht? Das klingt fast so, als hätten ganz viele Pech mit einem nicht humorvollen Partner. Naja, das würde ich so nicht sagen, aber es gibt doch irgendwie nichts Schöneres wie jemanden, der dich zum Lachen bringt. Das finde ich fantastisch, das finde ich anziehend. Schauen Sie ein bisschen gezielt in die Männerwelt hinein und sagen, oh, da stehen viele Leute rum, der bringt jeden zum Lachen. Ist das auch für Sie was Sie beobachten bei Männern? Naja, es ist nicht so, dass ich jetzt auf der Suche nach einem bin, der eine Pappnase aufhat oder so. Aber ich finde, Humor muss ja auch intelligent sein. Also nur jemand, der die Leute zum Lachen bringt, ist ja der Unterschied, ob man über den Inhalt lacht oder über den Menschen selber. Tue ich nicht, nein, aber es fallen mir Männer auf, zuerst, die Humor haben, die intelligenten Humor haben. Das fällt mir sehr auf und das finde ich sehr, sehr anziehend. Das Jahr ist nur noch ganz kurz. Gibt es noch was, wo Sie sagen, das passiert bei mir dieses Jahr noch, das möchte ich noch tun oder machen? Ganz viel. Das Jahr ist für mich noch ganz lange, da wird noch ganz viel passieren. Geben Sie mir nur einen Hinweis, was kann so viel noch sein? Nein, das ist ein großes Geheimnis. Da wünsche ich Ihnen viel Spaß ebenso. Danke.